Willkommen, Saskia, in unserem kleinen Interviewstudio hier. Du hast gerade einen tollen Talk hingelegt. Wie hast du dich dabei gefühlt? Auch eigentlich ganz, ja, relaxed. Warst du entspannt oder eher aufgeregt? Hast du jetzt im Nachhinein das Gefühl, wichtige Dinge vergessen zu haben, oder hast du alles gesagt, was zu sagen war? Naja, also wenn man über strategische Kommunikation spricht, gerade auch über Storytelling, Narrative etc., da gibt es so viel, was man sagen kann. Aber ich denke, ich hoffe, dass ich einen guten ersten Einblick gegeben habe, und natürlich, wer sich noch interessiert für strategische Kommunikation, der darf mich natürlich gerne noch ansprechen oder mich über Leitsatz ansprechen. Genau, das wäre jetzt die kleine Werbeeinschaltung, die du gerne durchsagen könntest. Wo kann man dich erreichen? Am besten über Facebook, also ich lebe im Internet. Wie heißt die Seite? Meine Seite heißt Leitsatz oder auch www.leitsatz.eu oder über E-Mail, also genau. Also, aber halt natürlich auch hier, wer heute da ist, kann mich auch gerne ansprechen, und dem gebe ich meine Karte. Großartig. Ich habe gerade den Georg gefragt, wenn er erfolgreich ist halbwegs und alles nach Plan verläuft, was will er in 10 Jahren machen? Was wäre das, was du in 10 Jahren gerne machen möchtest? Das ist eine sehr interessante Frage, muss ich sagen. Ich vermute sie immer bei Vorstellungsgesprächen. offen gestanden, ich weiß nicht, was ich in 10 Jahren machen werde, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass sich Dinge einfach unglaublich schnell ändern können. Ich habe vor 5 Jahren nicht gedacht, dass ich mal in Wien wohnen werde. Ich kann es mir teilweise immer noch nicht richtig vorstellen. Manchmal muss ich wirklich wie aufwachen und feststellen, oh, das ist jetzt mein Leben. Von daher, ich habe eine gewisse Vorstellung, wo ich hin möchte, und der Rest, den lasse ich auf mich zukommen. Und bin sehr offen für alle möglichen Vorschläge, die das Leben so für mich bereithält. Aber diese bestimmten Vorstellungen, die du gerade erwähnt hast, auf die zielt ja meine Frage ab. Was willst du noch erleben in deinem Leben? Was fehlt noch? Was ist so ein großer Plan? Hast du da noch so ein großes Ziel vielleicht? Ich sehe, du hast aufmerksam meinem Vortrag gelauscht, weil da habe ich ja die Ablenkungstaktik bereits angesprochen. Hat nicht funktioniert, sehr gut gelernt. Also ich möchte gerne auf jeden Fall weiter in der strategischen Kommunikation bleiben, würde mich gerne Richtung Krisenkommunikation orientieren, und ich habe ein bisschen bisher einen Bogen gemacht um politische Kommunikation, merke aber immer mehr, dass es mich doch reizt, und das ist jetzt so ein, ich sag mal, Wunsch, der wäre schön, wenn es passiert, wenn es nicht passiert, ist auch okay, aber also ich glaube, in die Richtung Krisenkommunikation würde ich mich gerne orientieren. Okay, also ich habe ja noch immer, obwohl ich schon einige Niederlagen erleiden musste, habe ich noch immer den Wunsch in mir, mich politisch zu betätigen. Und in der Argumentation, und weil du auch den Herrn Strolz da gezeigt hast in deinem Vortrag, da kann man doch einiges noch lernen, das man nicht so in die Wiege gelegt hat, oder? Nein, also ich denke, reden lernt man immer noch durch Reden, argumentieren genauso. Und es ist wie... Ich vergleiche es jetzt mal mit dem Sport. Es ist wie mit jedem Sport. Man kann ein gewisses Talent haben dafür. Es gibt Leute, die sind charismatisch, die haben ein gutes Redetalent. Es gibt Leute, die sind sehr analytisch geprägt und können Dinge sehr gut strukturieren und haben automatisch einen roten Faden in allem, was sie sagen. Das sollte einen aber nicht abschrecken, weil genauso wie ich völlig untalentiert bin für jegliche Art von Sport, die mit Bällen zu tun hat, sage ich mal, habe ich es trotzdem als Kind irgendwann mal geschafft, Fußball zu spielen. Und genauso ist das mit dem Reden, mit dem Argumentieren. Und man darf sich da, glaube ich, nicht in die Irre führen lassen. Also ich debattiere, und da habe ich mein ganzes Wissen gelernt über strategische Kommunikation. Ich debattiere seit 6 Jahren, und natürlich hinterlässt das Spuren. Das wäre schade, wenn es nicht so wäre. aber wer das probieren möchte, dem kann ich Debattierclubs sehr empfehlen. Dem kann ich nur sagen, geh auf jede mögliche Veranstaltung, wo du dich zwingen musst zu reden, und dann wirst du auch besser reden. Am Anfang wird es natürlich painful sein und du wirst dir denken, oh Gott, was mache ich hier? Aber es wird einen besseren Redner aus dir machen. Und wenn du dir dann immer wieder anschaust, okay, so habe ich geredet, was kann ich da inhaltlich verbessern, kann ich es noch besser erklären, kann ich es strukturierter aufbauen etc. Es ist natürlich langsamer, als wenn man mit einem Trainer oder mit anderen Leuten arbeitet, die einem irgendwie Impulse geben. Aber reden kann man durchaus lernen. Also da ist gar... Es ist wie Muskeln trainieren. Genau, Redemuskeln.
Ja, großartig. Also einer meiner großen Pläne ist ja noch einmal eine Partei zu gründen, weil ich noch keine Partei gefunden habe, die so wirklich meinen Vorstellungen entspricht, vor allem inhaltlich. Ja, ich glaube, da geht es ja mir so wie vielen. Also irgendwer muss halt wieder einmal eine neue Partei. Wärst du da dabei bei sowas? Bei einer Partei zu gründen? Vermutlich nicht, nein. Ist das nicht dein Ding? Obwohl, du könntest beraten, die ganzen Nationalratsabgeordneten dann ordentlich zu argumentieren, oder? Mich interessiert das mehr von einem kommunikativen Aspekt her. Ich bin selber, glaube ich, relativ apolitisch, besonders in Österreich, weil ich ja auch hierzulande jetzt noch sehr neu bin. Deswegen traue ich mich noch nicht da entsprechend inhaltlich was dazu zu geben. Aber von der Art und Weise, wie die Leute miteinander kommunizieren, sich da definitiv Potenzial und Bedarf, dass es zielgerichteter, sage ich mal, stattfindet. Super. Saskia, das war dein zweiter Talk hier. Ich hoffe, es werden noch der eine oder andere in Zukunft kommen. Und ich danke dir fürs Kommen. Bitte. Dankeschön.